Wir werden gerufen. Ich stelle durch. Es gibt neue Entwicklungen hinsichtlich des Spions Vane Tariff. Kommen Sie ins Kralla Song. Ihr Kontakt nennt sich Shayna. Shayna. Alles klar. Das nenne ich mal ein Willkommen. Die Exzellenten haben dazugelernt. Nicht übel für ein paar Typen, die mit leeren Händen von der Station geschmissen wurden. Sie könnten Verbündete für uns sein. Im Kampf gegen die Cat bestimmt. Unser Lieferant wartet. Los geht's, wir kommen noch zu spät. Will ich es überhaupt wissen? Nein. Damit kommen Sie nicht durch. Mein Volk wird das nicht zulassen. Ohne uns hätten die Cat die Angara schon längst abgeschlachtet. Undankbarer Penner. Gibt sie bestimmt auch einen Händler. Kedara fühlt sich geehrt durch ihre Anwesenheit und durch ihre Credits. Wenn Sie ein Problem mit mir haben. Ganz ruhig. Ich würde nie einen potenziellen Kunden beleidigen. Sloan empfängt gerade keine Besucher. Kommen Sie später wieder. Verdammt, der Schwefel zerfrisst die Pfanne. Ich hab genug von dieser Scheiße. Ich
verstehe Sie ja, wirklich. Aber niemand verlässt den Hafen, solange die Andockpapiere nicht kontrolliert wurden. Die Andockpapiere, klar. Gibt es hier keinen Materialienhändler? Können Sie nicht machen. Wir leben hier. Dann hätten Sie Ihre Schutzgebühr bezahlen sollen. Und da fragt sich Sloan, warum die Leute zum Kollektiv gehen. Sagen Sie das nochmal. Na los! Mich. Wer trinkt, bezahlt auch. Ich sagte... Sie warten bestimmt auf jemanden. Für einen Drink ist noch Zeit. Shena. Aber nennen Sie mich Reyes. Ich hasse Decknamen. Ich dachte, Sie wären Angaranischer. Der Widerstand bezahlt mich für Information und andere Dinge. Sie sind ein Schmuggler. Vane Tereth wurde von Sloane Kelly, der Anführerin der Verbannten, verhaftet. Jeder weiß, was er Moshai Sefer angetan hat. Das Volk fordert seine Hinrichtung. Und Sloane ist eine Frau des Volkes. Egal, wie Sie es nennen. Sie ist eine Kriminelle. Sie arbeiten für die Initiative. Sloane war Teil des Aufstandes auf der Nexus. Sie wird Ihnen Vane nicht einfach überlassen. Ich hoffe, wir werden uns einig. Es gibt vielleicht noch einen anderen Weg. Bearbeiten Sie Sloane. Ich rede mit dem Widerstand. Wie erreiche ich Sie, falls etwas schief läuft? Hey, die Rechnung. Stimmt so. Dachte ich mir. Thank you.
Sam, erzähl mir etwas über Sloane Kelly. Bevor sie sich der Initiative als Leiterin der Nexus-Sicherheit anschloss, diente Miss Kelly in der Allianz. Ihre Akte aus dieser Zeit ist nahezu makellos. Nahezu? Sie war an mehreren Auseinandersetzungen mit anderen Offizieren beteiligt. Sie ist also ein Hitzkopf. Na toll. Ich gebe Kima denselben Nachlass wie Sie. Ein so zerbrechliches Ding wie Sie braucht Schutz. Bei mir finden Sie die besten Panzerungen in ganz Kedera. Klingt vielversprechend. Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Sie finden alles in der Konsole. Na, den haben wir schon. Verstärkt hier und hier die Verteidigung. Die Cat werden nicht mehr lange so ruhig sein. Was ist? Sie müssen Sloane Kelly sein. Ich bin... Ich weiß, wer Sie sind. Also, was führt einen Pathfinder in unseren Hafen? Vane Tariff. Klingelt da etwas? Was wollen Sie von ihm? Und keine Lügen. Ich brauche ihn, um auf ein Flaggschiff der Cat zu kommen. Sie scheinen die Cat nicht zu mögen. Ich tue Ihnen also einen Gefallen. Kedera ist ein Hafen der Angara. Sie wollen Vanes Tod und ich will, dass Sie glücklich sind. Es geht hier um weit mehr als Politik. Sie brauchen nicht Vane, sondern sein Wissen. Reden Sie mit ihm, bevor ich seinen Kopf aufspieße. Gut, einverstanden. Sehen Sie, wir einigen uns ganz zivilisiert. Jetzt fehlen nur noch die Häppchen. Der Pathfinder erhält Zugang zu den Zellen. Ja, Sir. Sie sind anders, als ich erwartet hatte, Pathfinder. Das höre ich oft. Wenn Sie es jetzt noch schaffen, es sich mit Sloane nicht wieder zu verscherzen, bin ich wirklich beeindruckt. Sie und Sloane scheinen sich nahe zu stehen. Was ist damit? Nichts. Ich bin nur neugierig auf die Geschichte dahinter. Wir haben uns auf der Citadel kennengelernt. Sie hat mir ins Gesicht geschlagen, als ich sie auf einen Drink einladen wollte. Im Ernst? Nein. Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram, Pathfinder. Sind Sie Sloanes Stellvertreter? Sie bezeichnet mich als ihre turianische rechte Hand. Ich sorge dafür, dass kein Sand ins Getriebe kommt. Das Kollektiv sorgt für ziemlich viel Unruhe in Kedera Port. Wie wollen es die Verbanden schaffen, an der Macht zu bleiben? Indem wir unsere Pläne für uns behalten. Man sieht sich, Katis. Gehen wir mal in die Zelle. Gehen Sie weiter. Als erstes die Regel. Geben Sie dem Gefangenen nichts zu essen. Fassen Sie den Gefangenen nicht an. Und das Einzige, was zwischen Ihnen ausgetauscht wird, sind Worte. Verstanden? Keine Sorge, ich mache schon keine Probleme.
Was wollen Sie? Das Schiff des Archons. Wo ist es? Eine neue Verhörtaktik? Fällt Sloan dir nichts Besseres ein? Ich arbeite nicht für Sloan. Ich bin ein Pathfinder der Initiative. Sie haben die Moschei gerettet. Ich weiß, wer Sie sind und was auf Volt passiert ist. Tun Sie das Richtige, Vane. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Das wird mich auch nicht retten. Aber vielleicht andere. Das Schiff des Archons, wo ist es? Weiß ich nicht. Die Befehle kamen über einen Cat-Transponder. Sie könnten allerdings eine Frequenz nutzen, um den Archon zu finden. Haben Sie ihn? Nein, ich habe ihn außerhalb der Stadt vergraben. Er müsste noch dort sein. Danke für die Info. Wollen Sie gar nicht wissen, warum ich die Moschei verraten habe? Klären Sie mich auf. Wir verlieren den Krieg gegen die Cat. Und dennoch bringt Ephra mein Volk in Gefahr, um eine nutzlose alte Frau zu beschützen. Also haben Sie etwas unternommen? Ich nahm ihm die Entscheidung ab. Der Archon wollte nur die Moschei. Ich dachte, wenn ich sie opfere... Ich wusste nicht, was die Cat meinem Volk angetan haben. Der Archon hat ihren Groll auf Ephra ausgenutzt. Wäre Ephra ein besserer Anführer? Wie auch immer. Jetzt trage ich die Konsequenzen. Pathfinder, der Kommunikator ist außerhalb der Waffenstillstandszone vergraben. Ich empfehle Ihnen, ein Team dorthin mitzunehmen. Vetra, Drak, sind Sie zurück von... was auch immer Sie gemacht haben? Ja, unser vollkommen legales Geschäft ist ohne jegliche Zwischenfälle verlaufen. Es hat eben Vorteile, einen Kroganer dabei zu haben. Sagen Sie Gil, er soll den Nomad startklar machen. Ich muss zu einem Ort außerhalb der Stadt. Haben die uns gekillt? Er ist ein Angara. Sowohl im Gesicht als auch am Bauch finden sich mehrere Schnittwunden. Noch eine Leiche. Für diesen Scheiß zahlen die mir nicht genug. Es gab mehr als einen Mord? 7, wenn ich richtig gezählt habe. Aber das ist alles, was ich weiß. Vielleicht hat ja Mr. Vidal weitere Informationen im Pathfinder. Falls Sie vorhaben, rauszugehen in die Badlands, also, dann kommen Sie vielleicht nie mehr zurück.
Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Selbst das Wasser ist eine eiternde Wunde, die kein Medikament heilen kann. Soll ich sie zur... Wäre das eine Option? Also dann, Sam. Sag mir, was wir haben. Kederas Wasser enthält viele Sulfidminerale, deren Oxidation toxische Flüsse und Seen hervorbringt. Schwimmen war sowieso noch nie mein Ding. Das trifft sich gut. Nicht einmal die Schilde des Nomad können die Korrosion durch das Wasser verhindern. Die Präsenz von Monolithen lässt auf ein Gewölbe schließen, das den Säuregehalt reduzieren könnte. Allerdings leben in den Hügeln von Kedera gesetzlose Piraten und andere zwielichtige Exilanten. Je weiter sie sich von dem Berg entfernen, desto gefährlicher wird es. Gut zu wissen. Also dann, Aufbruch! Eigentlich wäre es ganz hübsch hier, wenn das brennende Wasser nicht wäre. Und die Exilanten. Und der Geruch. Ich würde gern unsere Kampfstrategien abstimmen, Joel. Welche Taktiken setzen Sie ein? Ich schalte den Gegner aus, bevor er mich sieht. Brauche ich noch mehr? Nein, das genügt vollkommen. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Alles auf diesem Planeten ist so spitz. Wie giftig kann es schon sein? Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Dieses Konstrukt wurde sowohl von den Verbanden als auch von dem Kollektiv als gestohlen gemeldet. Sie sollten mit Feindseligkeiten rechnen. Sauber.
Seespaß. Sie haben doch meine Pflanzen gesehen. Hm. Ich fürchte, Ihr Translator hat das angaranische Wort für Spaß nicht richtig übersetzt. Was ist das? Sieht aus wie ein Windpark. Daher kriegt Kedera Port bestimmt seine Energie. Diese Arschlöcher haben außer der Rotornarbe alles mitgenommen. Probleme mit Plünderern? Ständig. Wer sind Sie? Ein Pathfinder von der Initiative. Ein Pathfinder auf Kedera? Heilige Scheiße. Sie sagten, Sie hätten ein Problem mit Plünderern. Richtig, genau. Die Mistkerle kommen nachts, schrauben Teile aus den Turbinen raus. Das ist teuer und nervig. Sorgt Sloan nicht für ihre Sicherheit? Die ist zu beschäftigt mit dem Kollektiv. Ich will auch gar keine Wachen. Ich will nur unsere Teile zurückhaben. Irgendeine Idee, wo ich diese Plünderer finde? Ich habe die wertvolleren Teile mit Trackern bestückt. Gierantrieb, Generator. Sie wurden alle zum selben Nav-Punkt gebracht. Ich überprüfe das. Falls die Parasiten sich wehren, sollten sie kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sie erledigen. Schon wieder ein Angriff? Ganz im Ernst, wofür bezahlen wir sie? Sind Sie hier für die Security zuständig? Ich versuch's. Kroganer oder nicht, ich bin nur ein einzelner Söldner. Diese Typen sind wahnsinnig und glauben, sie könnten in den Badlands einen Windpark betreiben. Warum gibt es Ihrer Ansicht nach so viele Angriffe? Weil diese ganzen schicken Geräte offen rumliegen und förmlich darum betteln, geklaut zu werden. Ich muss allerdings sagen, es ist schon verdammt verdächtig, dass diese Plünderer immer dann zuschlagen, wenn ich gerade nicht im Dienst bin. Als würde Ihnen jemand verraten, wann Sie loslegen sollen. Haben Sie Überlebenstipps für die Badlands? Verlassen Sie die Badlands. Man sieht sich. Ja, klar. Oh, klar. Sie hat Plünderern gesagt, wann sie angreifen sollen und dafür Credits erhalten, um eine Droge namens Oblivion zu kaufen. Ich wette, das interessiert den kroganischen Söldner.